Das Europaprojekt hat Ende Februar gestartet. Der erste Stop war in Turin, worüber ich bereits auf YouTube berichtet habe. Wenn du nicht genau weißt, was das Europaprojekt ist, warum ich das mache und was auch dein Nutzen davon ist, dann schau unbedingt dieses Video an, was ich damals gemacht habe. Nach Turin war der erste größere Halt dann in Barcelona geplant. Auf dem Weg dorthin stoppten wir in Monaco, Marseille wie auch Montpellier. In Montpellier waren wir bei einem Ligue 1-Spiel. Daraus ist ein Video entstanden, bei welchem es um die Favoritenrolle geht und vor allem, wie man mental damit umgeht. Wenn du dich da weiterentwickeln willst, dann unbedingt dieses Video anschauen. Am Morgen nach dem Spiel ging es dann direkt nach Barcelona. Dort waren wir circa 2 Wochen. Dort habe ich die dritthöchste spanische Liga unter die Lupe genommen und bin der Frage auf den Grund gegangen, wie gut das man sein muss, um bei Barcelona B zu spielen. Wenn auch du schon mal mit dem Gedanken gespielt hast, nach Spanien zu wechseln, dann wird dieses Video, welches ich dort aufgenommen habe, sehr, sehr wertvoll für dich sein und dann empfehle ich das, dir unbedingt anzuschauen. Nach Barcelona ging es dann nach Valencia und Umgebung. Wie du vielleicht gewusst hast, ist auch Villarreal sehr nahe von Valencia. Villarreal hat natürlich einen sehr guten Fußballclub. Die erste Mannschaft von Villarreal ist sehr oft europäisch vertreten, also auf höchstem Level. Und die zweite Mannschaft von Villarreal, die spielt einfach in der Segunda División, was die zweithöchste spanische Spielklasse ist. Um auf den Punkt zu kommen, war ich in Villarreal beim Spiel gegen Anderlecht. Nach 4 Tagen in Valencia in der Stadt bin ich dann umgezogen nach Benitatxell. Dieser Ort ist genau zwischen Valencia und Alicante. Da habe ich dann die vierthöchste spanische Liga genauer angeschaut. Auch da bin ich der Frage auf den Grund gegangen, wie gut man sein muss, um in der vierthöchsten spanischen Spielklasse mithalten zu können. Und das natürlich live im Stadion. Kleiner Spoiler, in dem Stadion, wo ich das Spiel geschaut habe, das hat für 30.000 Leute Platz gehabt und das in der vierthöchsten spanischen Liga. In diesem Video, was dort entstanden ist, warten natürlich auch Tipps, wie man es hinkriegt, um nach Spanien in die vierthöchste Liga beispielsweise hinzukommen. In Benitatxell kam ich dann auch Christoph besuchen und wir haben gemeinsam von dort aus gearbeitet. Auch da ist ein Vlog entstanden, welchen du natürlich anschauen kannst. Christoph und ich haben dann auch noch die fünfthöchste spanische Liga analysiert. Auch da waren wir natürlich live im Stadion und haben die zweite Mannschaft von Elche unter die Lupe genommen. Auch dazu wird es noch ein Video geben. Du merkst, es gibt schon einige Videos und es kommen noch mehrere Videos über das Europaprojekt. Und wenn du keines von diesen verpassen möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Kanal. Aktiviere auch die Glocke, dass du jeweils sofort weißt, wenn ein neues Video von uns draußen ist. Nach Valencia und Umgebung ging es dann über Cartagena und Granada zu einem nächsten Aufenthalt ganz in der Nähe von Malaga. Das ist in Südspanien oder auch Andalusien genannt. Da habe ich mir dann die höchste Jugendliga von Spanien angeschaut, die Liga de Honor. Um zu erfahren, wie gut diese Liga ist, kannst du auch dieses Video dann natürlich auf diesem Kanal anschauen. Beim Spiel habe ich noch einen Football Leverage Spieler getroffen, welcher ab kommender Saison für Marbella spielen wird. Gemeinsam mit Joel habe ich dann auch noch die Spiele Cadiz gegen Real Madrid, Malaga gegen Cartagena und Sevilla gegen Villarreal angeschaut. Auch da gibt es Videos dazu, die du zu sehen bekommen wirst, wenn du Football Leverage abonnierst. Das Sevilla-Video ist zum Beispiel nur auf Instagram zu sehen, daher macht es natürlich auch Sinn, wenn du uns da ebenfalls folgst. Nach Malaga ging es dann nach Portugal. Zuerst waren wir einen Monat in Sesimbra, das ist ganz in der Nähe von Lissabon. In Portugal hatten wir dank unserem Kooperationspartner Matchup sehr viele Möglichkeiten, um hinter die Kulissen zu schauen. Wir waren zum Beispiel in einer der weltbesten Akademien, die unter anderem auch Cristiano Ronaldo hervorgebracht hat. Und vielleicht ahnst du schon, welcher Club das ist. Ja genau, ich spreche von Sporting Club Portugal.
habe ich auch noch die Akademie von Vitória Setúbal angeschaut, das Mourinho Trainingscamp in Troia besucht, mit einigen portugiesischen Fußballlegenden ein Viertligaspiel besucht und mehrere Spiele von Sporting habe ich ebenfalls angeschaut. Gemeinsam mit Christoph, der mich auch in Portugal besucht hat, haben wir dann auch eines der besten europäischen Derbys anschauen können, nämlich Sporting gegen Benfica. Wie immer findest du auch natürlich hier ein Video dazu. Nach diesem Monat in Sesimbra, also Nähe Lissabon, ging es dann hoch nach Porto. Hier kam dann Joel wieder zu Besuch. Da hatten wir eine exklusive Führung beim FC Porto und haben auch da wieder hinter die Kulissen schauen können. Diese Erfahrungen und Learnings, diese teilen wir natürlich sehr gerne mit unseren Football Leverage Spielern. Wenn auch du ein Football Leverage Spieler werden möchtest, dann geh mal unter dieses Video. Da ist unsere Webseite verlinkt und da kannst du dich für eine Zusammenarbeit mit uns bewerben. Dank dem Ex-Mannschaftskollegen von Joel und Sporting-Legende Jefferson hatten wir dann auch noch die Möglichkeit, beim SC Braga hinter die Kulissen zu schauen, sprich ja in die Akademie reinzukommen. Mit dem Sportchef von Vitória, die auch in der Conference League vertreten sind, hatten wir dann ebenfalls noch ein Treffen. Dies ist auch dank Matchup entstanden, wofür ich nochmals ein herzliches Dankeschön aussprechen möchte. Natürlich war auch dieses Gespräch mit Rogério Matias sehr, sehr spannend, aufschlussreich und lehrreich. Nach Porto ging es dann über Nordspanien, über die Städte Vigo, A Coruña, Santander, San Sebastian und dann ein längerer Aufenthalt wieder in Bilbao. Einige kennen sicher Athletic Bilbao. Dies ist aus meiner Sicht ein ganz spezieller Club, worüber ich natürlich noch einen Inhalt verfassen werde, der dann auf Instagram rauskommt. Dann ging es über Bordeaux, Toulouse, Lyon zurück in die Schweiz, um hier eine kleine Pause vom Europaprojekt einzulegen, bevor es dann wieder weitergeht Richtung Norden. Nach dieser kurzen Pause steht voraussichtlich Belgien, Holland, Deutschland, Österreich und Tschechien auf dem Plan. Auch da halte ich euch natürlich gerne auf dem Laufenden. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann folgt uns auf allen Kanälen wie YouTube, Instagram, TikTok und hört auch den Podcast an. Macht's gut, bis bald, ciao, ciao.